Der Mann mit den alten Männer-Sonnenbrillengläsern ist wieder da. Das werde ich irgendwann mal erklären, was das auf sich hat. Übrigens, genauso wie ich mal irgendwann erklären werde, warum ich morgens immer eine Mütze aufhabe. Das hat nämlich einen ganz speziellen Grund, aber dazu ein anderen Mal. Ich bin hier in einem kleinen Ort, blende ich gleich ein, wie der heißt. Dann aus dem Kopf weiß ich es nicht. Und es ist ein sehr skurriler Ort. Deshalb wollte ich ihn euch mal zeigen. Niemand ist da. Aber es gibt hier ein, naja, was ist das? Ein Sportplatz, könnte man es nennen. Mitten im Nirgendwo. Das Einzige, was man hier immer wieder sieht, sind Traktoren mit landwirtschaftlichem Gerät hinten dran, die durch die Gegend fahren. Und ja, ich habe gekocht. Reis mit Zwiebel. Da ist übrigens einer von den Traktoren. Reis mit Zwiebeln und ein bisschen Nüssen. Und hier scheint es irgendwo Kühe zu geben, denn hier zusätzlich gab es auch viele Fliegen. Zum Glück habe ich keine gegessen, zumindest das heißt nicht mitbekommen. Wenn ich nicht mitbekomme, dann ist es schlimm. Also der Ort ist sehr skurril, aber was noch viel skurriler ist, ist das, was man auf der anderen Seite dieser Brücke sehen kann. Wie ein LKW. Ist schon viel befahren hier. Also so eine Durchfahrtsstraße. Das nehme ich so ja auch, aber ich glaube, alle, die hier durchfahren, wollen nicht hierher kommen. Naja. Wer kann es ihnen verübeln? Ne? In einer Landschaft, wo nichts passiert, wo es außer Landwirtschaft nichts gibt und die Landwirtschaft halt von so Großunternehmen betrieben wird, die Unmengen an Hektar landwirtschaften. Naja. So, also hier. Das ist die Hausnummer 2. Und die Hausnummer 2 ist verbarrikadiert. Und das ist was man tatsächlich hier ganz, ganz häufig sehen kann. Also, da drüben ja auch. Also im Grunde genommen ist jedes 20. Haus, würde ich sagen, hier nur bewohnt. Und alle anderen Häuser sind verlassen. Im Grunde genommen die gleiche Nummer, wie man sie ja mittlerweile in Gegenden von Mecklenburg-Vorpommern auch kennt, ne? Also, wo es keine Arbeitsplätze gibt und kein Geld und keine Perspektive und die alten Leute sterben weg und die Jungen, die ziehen in die Städte, weil es keine Arbeit gibt. Und tja, dann ist die Frage, wem das gehört, ne? Wenn die Alten wegsterben und es vielleicht nicht mal Erben gibt, oder es vielleicht gibt's Erben, aber die lassen das verfallen. Also es ist alles eine traurige Entwicklung. Und tja, da kann man nichts machen. Es gibt immer wieder die Geschichte, dass es hier ganze Dörfer gibt, die so von Anarchisten, so von Anarchogruppen quasi, wie soll ich sagen, besetzt werden. Also so wirklich ausgestorbene Dörfer, wo der letzte offizielle Einwohner irgendwann mal einen Löffel abgegeben hat. Und dann sind halt die Häuser alle so verbarrikadiert. Und dann gibt's dann eben so Gruppen von 20 bis 50 Leuten, die dann sagen, okay, wir gehen da jetzt hin, wir gucken mal, ob man da ein bisschen Landwirtschaft machen kann, ob man da ringsherum ein bisschen Land kaufen kann, um das zu machen. Und dann machen die da einen auf Kultur und Landwirtschaft im Anarcho-Style. Das gibt's auf jeden Fall. Und naja, die werde ich jetzt auf der Tour nicht besuchen, aber ich will so eine Gruppe auf jeden Fall gern mal besuchen. Das ist meine nächste Spanienreise wird ja mit einem Bus sein oder mit einem ausgebauten Transporter oder irgendwie sowas. Mal gucken. Gibt verschiedene Möglichkeiten, aber auf jeden Fall was Größeres, wo ich ein bisschen Werkzeug und allen so einen Kram nehmen kann, um dann mal hier so genau so eine Höfe, genau so eine Orte zu besuchen. Das ist traurig und faszinierend, aber die Landschaft hier ist echt eigentlich wunderschön. Es ist unglaublich viel, es wird hier alles angebaut. Das ist ein Feld, reiht sich an das nächste. Wenn man mal hier an der Stelle bei Google Maps auf Google Earth geht und guckt sich das mal von oben an, das ist, was hier an Felderwirtschaft betrieben wird, ist der Knaller. So, hier ist übrigens noch eine Quelle. Da steht Agua Sin. Oh, jetzt ist es wahrscheinlich zu dunkel, dass ihr das sehen könnt. Agua Sin Tratar. Das
Das heißt so viel wie unbehandeltes Wasser. Das heißt wahrscheinlich so viel wie, man kann es zum Abwaschen nehmen, aber man soll es nicht trinken. Aber vielleicht, und vielleicht nicht mal zum Abwaschen nehmen. Na, mal gucken. Wofür sollte man es sonst nehmen, wenn nicht zum Abwaschen? Warum sollten sie sonst so ein Ding hier gebaut haben? So, ich werde jetzt meine Sachen waschen. Hab 50 Kilometer jetzt schon hinter mir. Also 100 hatte ich jetzt die Tour eingestellt. Bei 100, wenn ich die 100 geschafft habe, bin ich auf der eigentlichen Landstraße, die dann Richtung Sevilla führt. Aber mal gucken, ob ich die überhaupt mache. Also, die Sonne knallt mir auf jeden Fall mächtig ins Gesicht und ich werde heute Abend einen super schönen Sonnenbrand im Gesicht haben. Na gut, vielleicht mache ich heute noch eins, vielleicht doch nicht. Wenn nicht, dann das sehen wir uns beim nächsten Video.